Idyllisch ist es nördlich von Berlin am Liebnitzsee. Nicht umsonst gilt er als überaus beliebtes Ausflugsziel im Dunstkreis der Hauptstadt. Gleich ums Eck in Wandlitz hat es bekanntermaßen auch den DDR-Eliten ganz gut gefallen. Doch nicht nur denen. Auch der NS-Propagandaminister Josef Goebbels genoss hier die Natur. In einer Villa am nahegelegenen Bogensee. Das Gebäude verfällt seit Jahrzehnten. Unklar ist, was damit passieren soll. Tom Garbus hat sich dort umgesehen, mittendrin in Wandlitz. So sah es hier früher aus. Da stand der Schreibtisch. Durch diese Tür ging es zur Telefonanlage. Oh, die sieht man ja fast gar nicht mehr. Wir stehen in dem Lehrzimmer einer Waldschule der Berliner Forsten. Schulklassen machen Wandertage hierher, um etwas über die Natur zu lernen. Doch es ist nicht irgendein Raum. Es war das Büro von Josef Goebbels, dem Nazi-Propagandaminister. Die Familie Goebbels hatte hier ihr Landhaus gebaut. Das Grundstück bekam Goebbels 1936 von Berlin zum Geburtstag geschenkt. Ab 1942 wohnte die Familie hier dauerhaft. Josef Goebbels soll hier auch politische Entscheidungen getroffen haben. Wie ist es, an so einem historischen Ort zu arbeiten? Ich glaube, es ist manchmal so ein bisschen durchwachsen. Meine Mutter stammte aus einer jüdischen Familie und viele ihrer Cousins, Cousinen sind entweder emigriert oder tatsächlich unter den Nazis ums Leben gekommen. Trotzdem arbeite sie hier gerne, seit 18 Jahren. Ich sage zu den Kindern und zu den Leuten immer, die hierher kommen und fragen, oh, wo sind wir hier, sage ich immer, ja, wir versuchen die Geschichte, die wir hier haben, positiv zu überprägen. Durch unsere Arbeit mit Kindern, durch unsere Arbeit im Wald. Die Waldschule ist bisher die einzige Nachnutzung der Goebbels-Villa. Der Rest verfällt. Genauso wie gleich nebenan der riesige Hochschulcampus der FDJ, der Jugendorganisation der DDR. Gebaut in den 50er Jahren, zu seiner Zeit der zweitgrößte Bildungskomplex der sozialistischen Welt. Der Leerstand kostet jährlich 250.000 Euro für den Unterhalt des Gebäudes. Der Eigentümer, das Land Berlin, will sich das nicht mehr leisten. Auch weil das Geld für eine Generalsanierung, etwa 350 Millionen Euro, schätzt das Land, nicht da ist. Also was tun? Abreißen und aufforsten, so die Idee Berlins. Es geht nicht nur um die Bausubstanz, es geht nicht nur um Steine. Nein. Es geht um Identität, es geht um Geschichte, ja. Es geht darum, was nachfolgende Generationen auch erfahren möchten. Stadtplaner Andreas Barz war entsetzt, als er von den Abrissplänen der Berliner hörte. Er will das Areal mit internationalen Studierenden wiederbeleben. Und Oliver Borchardt, der Bürgermeister der zuständigen Gemeinde, ist ebenfalls gegen den Abriss. Er pocht auf den Denkmalschutz. Schon seit Jahren gibt es Diskussionen, was aus dem Gelände werden soll. Auch der Verkauf an private Investoren stand im Raum. Die Gemeinde hätte dabei ein Mitspracherecht. Bürgermeister Borchardt hatte immer wieder mit Interessenten zu tun, darunter Zwielichtige. Auch jemand, der aus dem Reichsbürgermilieu kam und versucht hat, die Liegenschaft zu erwerben. Das ist das, was ich mir für Wandlitz gar nicht vorstellen kann. Dass nach einer Privatisierung eines Verkaufs irgendwer steht, der vielleicht eine ideologische Ausrichtung hat, ob links oder ob rechts, mit der wir hier in Wandlitz nicht umgehen können. Dass immer wieder potenzielle Käufer auf dem Gelände auftauchten, bekam auch Jürgen Metner mit. Er ist einer der letzten verbliebenen Nachbarn des riesigen Areals. Ich habe oben schon oft auf den Treppen gesessen und habe Leute vorbeigehen hören, die über Millionen gesprochen haben, die sie dafür brauchten, um zu investieren. Und es ist in meiner Wahrnehmung, außer dass sie jetzt vor anderthalb Jahren die Dächer saniert haben alle, ist nicht viel passiert. 4 Millionen Euro hat Berlin dafür in die Hand genommen, um den weiteren Verfall möglichst aufzuhalten. Jetzt müsse die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt werden. Da sind die Bundesländer gefragt, da ist der Bund gefragt. Und da sind all die, da ist auch die Zivilgesellschaft gefragt, da sind all die gefragt, die hier mitmachen wollen, diesen Ort für unsere Gesellschaft zurückzuholen. Der Bund kann sich mittlerweile ein Engagement vorstellen. Dafür müssten aber noch offene Fragen mit dem Land Berlin geklärt werden.